Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar. Nach kleinerer Pause in dieser Woche hier zum Monatsabschluss möchte ich mich doch wieder mal zu Wort melden und Ihnen natürlich auch das tägliche Devisenradar wieder zuführen sozusagen. Und heute wollen wir uns den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar anschauen. Auch der Looney, der sich hier heute mit in der Top 15 FX-Pair-Liste hier nach vorne reiht. Euro-Austral-Dollar natürlich hier gerade die Führungsspitze, aber wir sehen von den Ausschlägen her bis auf die Yen-Pairs und der Austral-Dollar, der hier in der Nacht unter Druck kam. Hintergrund sind dann hier auch diverse Daten aus Japan bzw. hier dem ozeanischen Bereich, die ein Stück weit enttäuschten. Aber heute soll es ja gar nicht darum gehen. Wir wollen lieber in die USA gucken oder schauen, auch hier speziell Kanada eben in den Fokus nehmen und den Looney hier betrachten. Ganz kurz zu Beginn das große Bild. Da sehen wir hier natürlich nach dieser fulminanten Rallye aufgrund dieser Bodenformation hier über die Jahre 2009 bis 2013 dann hier diesen explosiven Move, auch im Sinne des Ölpreisverfalls natürlich der kanadische Dollar enorm unter Druck geraten. Und das liest sich hier auch im Chart ab. Der Preis hier exorbitant nach oben geschnellt und dann auch hier signifikante Levels touchiert. Allerdings reicht es nicht ganz hier, das Level von 1,46, 1,45 signifikant zu überwinden. Und mit Eintritt ins neue Jahr praktisch dann hier, also mit Abschluss des Januars, folgte ja das, was bekanntermaßen jeder weiß. Der Ölpreis erholte sich und hier kam auch die Stärke des kanadischen Dollars zurück und entsprechend fiel das Währungspaar US-Dollar, kanadisch Dollar. Interessant ist jetzt doch der Umstand, dass wir hier einerseits an dieser Unterstützungszone, die sich aus früheren Jahren ableiten lässt, hier bereits aus 2012 und hier Anfang 2009, dann gab es hier 2015 genau an diesem Level hier so eine Art Widerstandsbestätigung, dann eben der Ausbruch, dann wurde auch hier das Hoch von 1,3064 nach oben geknackt, ja, und der Preis legte dann knapp nochmal 1500 Pips nach oben zu. Letztlich dann hier die scharfe Korrektur, aber man sieht, dass im Bereich um 1,28, 1,2750 die Käufer wieder bereit standen und das Währungspaar stabilisierten. Jetzt mit Zoom in den Chart hier, der Wochenchartintervall, sehen wir, dass die Kerzen ja jetzt relativ seitwärts oszillieren und hier sozusagen eine Entscheidung noch auf sich warten lässt. Wir haben aber hier diesen Unterstützungsbereich definitiv bestätigt. Und wenn wir jetzt in den Tageschart gehen, dann zoomen wir uns sozusagen rein und sehen eben auch hier das Level von 1,3064, was auch mit diesem roten Rechteck, mit dieser roten Range hier sozusagen nochmal manifestiert wird. Letztlich natürlich aufgrund des Brexits hier die enormen Bewegungen vom letzten Freitag, dann auch das Abgap hier zum Wochenstart. Das sind natürlich Situationen, die muss man erstmal verdauen. Das heißt, der Markt muss sich jetzt auch mehr oder weniger irgendwie erstmal einpendeln, bevor es hier wieder signifikant klarer wird. Aber grundsätzlich haben wir hier bei 1,3064 ein Widerstandslevel, lässt sich auch hier mit dem Hoch bei 1,3120 ganz klar definieren und oberhalb dessen wäre die Fantasie für weiter steigende Preise ganz klar gegeben. Aber warum hat der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar heute denn tendenziell gute Aussichten? Zum einen ist es nicht so, dass der Wochentag positiv mitspielt, das will ich Ihnen auch gleich mal hier zeigen. Sie wissen, Looney hat hier freitags statistisch gesehen einen sehr, sehr starken Tag gehabt, da ging es hier in Werte von über 74, 75%. Aber aufgrund des Preisverfalls der letzten Monate hat sich hier auch der starke Freitag technisch eingetrübt. Und wir sehen jetzt hier immer noch einen sehr starken Wert von 67% positiver Schlusspreise am Freitag. Der Freitag sozusagen auch aus meinem Stream herauszulesen, der Looney Day. Und der bleibt auch trotz der bisweiligen Korrektur dafür interessant. Montag ähnlich stark. Jetzt am Donnerstag haben wir aber hier den schwächsten Wochentag. Tatsache ist, das sind hier natürlich statistische Prozentwerte, die hier aber keinen Wert von 100% aufweisen. Das heißt, es kann auch mal wieder Ausnahmen geben. Und heute am Donnerstag, der rein rückblickend statistisch während der letzten 52 Wochen und total gesehen hier ganz klar der schwächste Wochentag ist, hat aber heute hier die interessante Konstellation zwei positive Pattern nach der Fuzzy-Vector-Logik aufzuweisen, die hier bullisch sind und einen positiven Tagesabschluss initiieren. Das heißt, in der Vergangenheit gab es hier entsprechende Häufigkeitsmuster. Gerade hier das erste Pattern ist sehr, sehr stark mit 67%iger Trefferquote bei 353 Erscheinungen während der letzten 17 Jahre. Und das Ganze summiert führte im Schnitt hier zu einer Performance von 0,6. Ein Stück weit runter, nur 37 Erscheinungen und ja, 65% auch eine gute Quote. Hier aber ähnlich positiv und auch im Bereich plus 0,6%. Das heißt, hier der Looney auf jeden Fall mal einen Blick wert, trotz des schwachen Wochentages. Und das wollen wir uns jetzt mal hier im Intraday-Chart nochmal näher anschauen.
Da sehen wir nämlich auch, dass der Looney hier am Pivot Point aktuell klebt, also am Fingerabdruck des Vortages hier PP. Und das ist natürlich jetzt ein interessantes Level, wo der Preis sich jetzt erstmal mehr oder weniger einpendeln wird. Wir haben auch am Nachmittag hier, da wird es sicherlich spätestens Bewegung geben, hier 14:30 einiges an Daten aus Kanada zu erwarten. Neben den typischen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus den USA kommt da hier einiges sozusagen im Kontext vom US-Dollar und kanadischen Dollar zusammen. Das darf und kann auch sehr volatil werden. Und die FTSE-Vektorlogik sagt eben voraus, dass es hier nach oben gehen dürfte. Wir haben nach den statistischen Pattern schon zu tiefe Preise gesehen. Es hätte eigentlich hier bei 1,29 70 rund stoppen müssen die ganze Geschichte, aber wir sind tiefer gelaufen. Insofern die Prognose nicht mehr ganz so stark, weil wir schon tiefere Tiefs gesehen haben. Aber der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hat bislang sich 66 Pips bewegt, tut dies aber, gut, aufgrund der großen Bewegung vom Freitag muss man ein Stück weit relativieren, aber mehr als das Doppelte ist auf jeden Fall drin. Also 120 Pips sind für heute noch zu erwarten. Und wir haben hier kurzfristig natürlich einen Abwärtsimpuls, der sich hier auch, ich sag mal, marginal durch so eine Trendlinie hier skizzieren lässt. Das können wir auch gleich sozusagen nochmal versuchen, hier in so einer Art Trendkanal. Passt nicht ganz, machen wir mal hier so ein zusammenziehendes, so ein zusammenziehender Keil. Lässt sich das mal so ein Stück weit hier deklarieren, okay. Und jetzt natürlich die Situation, wie es hier weitergeht. Wir haben die positive Pattern, wir haben einen negativen Wochentag, also warten wir mal ab, was uns der Preis der Chart selber sagt. Wenn wir hier über den Pivot Point uns stabilisieren können, speziell die Marke von 1,30, 1,3013 rund überwinden, das Resistant Level 1 anhand des Pivot Points, wäre hier durchaus eine weitere Performance möglich. FTSE Vektorlogik sagt hier Preise im Bereich 1,31, 1,3090 voraus und das scheint auch durchaus möglich, wenn wir uns hier aus dieser Konsolidierung vom letzten Freitag heraus sozusagen nach oben rausarbeiten, dann ist das ein relativ bullisches Szenario, was hier dann eben auch weiter steigende Preise favorisieren könnte. Spekulativ darf man jetzt schon reingehen, aber wenn wir hier eben ein deutliches Hoch machen und hier über 1,3012 rausgehen, dann wäre das sozusagen hier durchaus ein favorisiertes Szenario. Achten Sie aber dennoch auf 14,30, das kann alles verwerfen, solche News sind immer tricky. Danach oder davor gibt es vielleicht schon Möglichkeiten reinzukommen. Letztlich neues Tagestief wäre ganz klar bärisch, würde ganz klar den stark negativen Wochentag begünstigen und dann müsste man sicher davon ausgehen, dass hier die Konsolidierung sozusagen weitergeht, aber das wäre aktuell eben hier erstmal Plan B, da das Setup irgendwie leicht bullisch wirkt sozusagen. Das also mal zum Looney, der hier sich ganz interessant zeigt, auch dazu nochmal der Seasonal Indikator während der mit Blick auf die kommenden 20 Tage. Sieht eigentlich auch ganz gut aus, dass wir gut in den Juli kommen und auch gut im Juli weiterlaufen. Sie sehen hier rein tendenziell statistischen Rückenwind und gerade wenn wir über 1,30, 64, 1,31 uns stabilisieren bzw. vielmehr das Währungspaar, dann sind die Chancen ganz gut, dass es dann eben auch hier im saisonalen Muster durchaus noch ein Stück weit nach oben gehen kann und das will ich Ihnen jetzt nochmal im Tagesschart zeigen, denn gerade wenn es die 1,30, 64 nach oben aufgelöst werden würde. Hier dieses Cluster, wo es eben hier zuletzt auch im Mai immer wieder Verkaufsmuster gab, also hier Ende Mai, Anfang Juni, dann hier der Spike, hat auch nicht gereicht. Selbst hier der Move vom Brexit-Event hat nicht gereicht. Aber wenn wir hier oben rausgehen, ja, dann kann es relativ zügig auch in Richtung 1,34 plus gehen. Das aber auf Sicht von Tagesbasis eben jetzt erstmal für heute für den Devisenradar nicht so interessant. Schauen wir uns mal lieber an, was das Währungspaar im Intraday-Bereich macht. Und wir wollen hoffen, dass da auch was passiert, weil zuletzt war wieder ein Stück weit rückläufige Liquidität zu sehen. So, dann liebe Zuschauer, wäre es das schon gewesen für den heutigen Devisenradar. Ich sage danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder in Alter Stärke, neuer Frische und dann auch im neuen Monat. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.